Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PS, das Stadtmagazin. Mittagspause wegen des großen Andrangs gestrichen, hieß es bei vielen Ausstellern des ersten Pirmasenser Bausalons. Auf 4000 Quadratmetern präsentierten sie das gesamte Sortiment rund ums Bauen und Wohnen. Gefragt war vor allem die persönliche Beratung hinsichtlich erneuerbarer Energien. Wo Salon draufsteht, da steckt Qualität drin. So das Motto von Michael Fritz, dem Veranstalter des Bausalons 2013. Er eröffnete die Messe gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matthes. In der Halle 6a des Messegeländes waren alle Ausstellungsflächen belegt. Die rund 70 Aussteller präsentierten Produkte zum Thema Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen. Und rund 4000 Besucher sind gekommen, um sich über Gartenbau, Gartenmöbel, Bodenbeläge, Treppen, Türen, Fenster, Rollos und Rollläden, Bauen mit Holz oder auch Raumluftreiniger zu informieren. Viele wertvolle Informationen für alle, die bauen oder renovieren. Denn der Trend geht zum Eigenheim. Das Interesse war besonders groß bei den Themen Energie sparen, Energie produzieren, Energie speichern. Durch Photovoltaik, Solardachpaneele sowie die eigene Kleinwindkraftanlage. Auf der Messe hatten die Besucher die Möglichkeit, sich die komplexen Systeme von den Ausstellern direkt erklären zu lassen. Wir bauen Dächer, die bestehen komplett aus Glas, produzieren Strom und Wärme. Die Technik, die wir hier haben, basiert auf einem Glas-Glas-Laminat. Die stromführende Schicht ist zwischen zwei Glasscheiben eingepackt. Damit produzieren wir auch im Schwachlichtverhalten über das Jahr verteilt gleichmäßiger Strom. Also diffuses Tageslichtspektrum spielt hier eine ganz große Rolle. Das heißt, morgens, wenn die Sonne noch nicht draußen ist, haben wir schon im Schwachlichtverhalten Energie zur Verfügung, die wir zum Beispiel benötigen, für morgens einen Toaster zu betreiben. Unser Frühstück. Wir nehmen also die Energie, die wir 1:1 produzieren. Damit machen wir direkt Prozesswärme. Das heißt, wir wandeln die Energie um in warmes Wasser. Das Rahmenprogramm der Messe bot neben Musik auch die Multimedia-Show Lichtflug durch den Wasgau vom Fotografen Harald Kröer. Und wer nach so viel Trubel und Information erschöpft war, konnte sich massieren lassen. Der Bausalon 2014 ist schon in Planung. Bei der letzten Pirmasenser Hauptausschusssitzung wurde über die Besetzung des neuen Leiters des Kulturamts entschieden. Kurz darauf konnte Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matthes im Rathaus den neuen Kulturamtsleiter bei einem Pressegespräch ganz offiziell vorstellen. Ab dem 1. März ist der Tübinger Kunsthistoriker Jörg Meissner der neue Kulturamtsleiter und Kurator der Stadt Pirmasens. Nach einem Auswahlverfahren entschied sich der Hauptausschuss für den 46-Jährigen, da er gute Ideen für das kommende Jahr habe. Wir haben immer eine Kombination gesucht, einen Leiter des Kulturamtes, aber auch in der Fertigstellungsphase jemand, der die alte Post betreuen kann. Und deshalb haben wir auch gewartet, bis klar war, wann die alte Post fertig wird, bis wir uns entschieden haben, jetzt diese Kombination zu wählen. Kulturelle Inhalte sollen nach außen getragen werden und die alte Post müsse aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen, so Oberbürgermeister Matthes. Der Aufgabenbereich eines Kulturamtsleiters reicht von Ausstellungen und Konzerten bis hin zu Seminaren und Kongressen. Zu seiner ersten Amtshandlung sagt Jörg Meissner: Verschiedene Projekte stehen schon fest. Es wird eine Ausstellung zu Heinrich Birkel geben. Das wird aber erst im späteren Verlauf des Jahres soweit sein. Vorher eine stadthistorische Ausstellung in der Alten Post. Das sind so kleine Fixpunkte, da kommt bestimmt noch mehr dazu. Im weiteren Jahresverlauf, da habe ich schon viele Ideen gesammelt für bestimmte Projekte. Die sind aber noch gar nicht definitiv festgeklopft. Die alte Post soll das Zentrum der kulturellen Inhalte bilden. Auch junge Leute werden mit junger Kunst angesprochen. Das Theaterprogramm liegt weiterhin in den Händen von Sonja Maes. Man darf auf das Pirmasenser Kulturprogramm für das laufende Jahr gespannt sein.
Das Hugo-Ball-Gymnasium ist bislang die erste Schule in Pirmasens, die zukünftig einen Leistungskurs im Fach Sport anbieten will. Schon in den vergangenen Jahren wurde über die Einführung eines solchen nachgedacht. Dies scheiterte bisher jedoch an den Lehrerkapazitäten. Nun wird mit der Einführung des Sportleistungskurses 2013/14 dem Wunsch der Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern des Hugo-Ball-Gymnasiums entsprochen. Die stellvertretende Schulleiterin Marion Wagner eröffnete das Pressegespräch mit einigen einführenden Worten. An die Schülerinnen und Schüler, die den Sportleistungskurs besuchen wollen, werden besondere Anforderungen gestellt. Also an die Schüler zunächst werden Anforderungen sowohl aus Theorie als auch aus Praxis gestellt. Insbesondere in dem Bereich Sport, Praxis ist es sehr vielfältig mit Bezug auf Schwimmen, Turnen, Leichtathletik, einem Rückschlagspiel und schließlich auch einem Ballspiel. Das wird ergänzt im Bereich der Theorie aus den Bereichen Bewegungswissenschaft, Trainingswissenschaft und auch ein Teil aus Gesellschaftswissenschaften, also Sportgeschichte bzw. Sportpsychologie. Anhand einer PowerPoint-Präsentation wurde das Konzept des Kurses erklärt. Die Inhalte setzen sich aus den Bereichen Sporttheorie und Sportpraxis zusammen. In der Theorie können die Schülerinnen und Schüler beispielsweise Trainingspläne erarbeiten, die in der Praxis umgesetzt werden. Motorische Begabung, Leistungsbereitschaft, breit gefächerte Interessen und Teamfähigkeit sind die Voraussetzungen, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen sollen. Um den Sportleistungskurs wählen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler mit zwei weiteren Kursen kombinieren. Mögliche zusätzliche Wahlfächer zum Sport sind eine Fremdsprache und Mathematik, eine Fremdsprache und eine Naturwissenschaft, Mathematik und Deutsch oder eine Naturwissenschaft und Deutsch. Bleibt zu hoffen, dass der Leistungskurs Sport von den Schülerinnen und Schülern des Hugo-Ball-Gymnasiums gut angenommen wird. Schwein gehabt, da rocken ja die Hühner, ist der Titel eines Kindermusicals, das die Grundschule Gersbach-Winseln-Winsberg an einem Tag Mitte Februar gleich zweimal aufgeführt hat. Die Morgenvorstellung haben wir besucht und komplett aufgezeichnet. Das Musical sehen Sie also demnächst in voller Länge in unserem Programm. Hier bereits ein kleiner Vorgeschmack. Zur Morgenvorstellung des Kindermusicals Schwein gehabt, da rocken ja die Hühner, konnte Schulleiterin Sabine Stenger Kindergarten- und Grundschulkinder aus vielen Stadtteilen von Pirmasens begrüßen. 60 Dritt- und Viertklässler der Grundschule Gersbach-Winsberg-Winseln hatten das Stück über die Probleme der Bauernhoftiere mit der Arroganz der Schweine eingeprobt. Kleine Zuschauer konnten sofern möglich 2 Euro Eintritt bezahlen. Beim vollen Haus am Abend freute sich der Förderverein der Grundschule über Spenden. Die Geschichte der beiden eingebildeten Schweine, die keins der anderen Tiere leiden kann, aber denen doch alle zur Hilfe kommen, als das Bauernpaar mit dem Fleischer über ihre Zukunft verhandelt, kam bei Jung und Alt jedenfalls gut an.
Musical in voller Länge sehen Sie in Kürze auf Ihrem OKTV Südwestpfalz. Jonas und Patrick aus Pirmasens nennen sich zusammen Combo Killer Chor. Ihre Raps über das alltägliche Leben in ihrer Heimatstadt stellten sie nun auch im Rahmen unserer deutsch-französischen Musiksendung Kubik vor. Eine Vorschau auf die komplette Ausgabe mit dem Combo Killer Chor sehen Sie jetzt. Mein Name ist Paddy. Und ich bin Jonas. Und das hier ist CKC. Das hier ist unser Track Lebensspiel und mehr von uns gibt's dann bei Kubik. Kubik, ne? Merken einer. Egal ob Speyer, Altenkirchen oder Pirmasens, die Musik bleibt meine Zukunft, das ist der Grund, warum ich kämpf. Das ist ein Lebensziel in meinem Block, da regnet's viel, die schizophrene Ader macht das ja zu einem Leben. Egal ob Speyer, Altenkirchen oder Pirmasens, die Musik bleibt meine Zukunft, das ist der Grund, warum ich kämpf. Das ist ein Lebensziel in meinem Block, da regnet's viel, die schizophrene Ader macht das ja zu einem Lebensspiel. Das Spiel begann Richtung Deutschland auf der Autobahn, damals war ich noch ein kleiner Junge mit den Nockenhaaren. Kein Plan für die Zukunft, was ich mal erreichen will, der Polacke kommt kein Deutsch. Hatte aber einen starken Willen, der Schule ausgelacht von den Lehrkräften und Mitschülern. Von der Mom daheim geschlagen, dann kam das Jugendamt und in meinen Fiesern. Ich wollte besser sprechen wie die anderen, also höre auf und Texte schreien. Ich war nicht da, um da zu bleiben. Ich wollte abheben, gut darauf nenn dich an meinen Bruder kennen. Von Speyer ab nach Pirmasens, dort lernte ich mich zu bekennen. Meine Musik anzubrennen, ich wollte einen Namen haben. Also rannte ich mit meinem Bruder los und machte diese Sprachaufnahme. Verrückten abgedruckt, dieses Mixtape ist längst online. Glaub mir Leute, wenn ich könnte, würde ich am Mikrofon bleiben. Die Musik ist meine Zuflucht, ich würd gern damit mein Leben formen. Mann, ich rap jetzt einfach los und denk nicht mehr an morgen. Egal ob Speyer, Altenkirchen oder Pirmasens, die Musik bleibt meine Zukunft, das ist der Grund, warum ich kämpf. Das ist ein Lebensziel in meinem Block, da regnet's viel, die schizophrene Ader macht das ja zu einem Leben. Egal ob Speyer, Altenkirchen oder Pirmasens, die Musik bleibt meine Zukunft, das ist der Grund, warum ich kämpf. Das ist ein Lebensziel in meinem Block, da regnet's viel, die schizophrene Ader macht das ja zu einem Leben. Egal ob Speyer, Altenkirchen oder Pirmasens, die Musik bleibt meine Zukunft, das ist der Grund, warum ich kämpf. Das ist ein Lebensziel in meinem Bock, da regnet's viel, die schizophrene Ader macht das ja zu einem Leben. Ich habe Speyer, Altenkirchen oder Pirmasens, die Musik bleibt meine Zuflucht, das ist der Grund, warum ich kämpf. Das ist ein Lebensziel in meinem Bock, da regnet's viel, die schizophrene Ader macht das ja zu einem Lebensspiel. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Ausgabe von PS, das Stadtmagazin, wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.